Boah, es ist 3 Uhr in der Nacht, ich bin verdammt müde, aber ich will jetzt unbedingt das Video hier noch filmen, weil viele haben gestern mein Video irgendwie missverstanden. Also schaut euch dieses Video ganz an und achtet genau auf meine Formulierungen, damit es nicht wieder zu Missverständnissen kommt. Ja, es geht wieder um Religion, nächste Woche geht es wieder um das Übliche, aber ich muss da auf jeden Fall noch einige Sachen klarstellen. Viele haben es ja so aufgefasst, dass ich ungläubiger Atheist bin, der alle Religionen und Gläubige scheiße findet. Zum einen bin ich nicht mal Atheist, ich bin Agnostiker. Ich bin Agnostiker, der aber auch an so Dinge glaubt wie die Stringtheorie und die M-Theorie. Und ich halte es für wahrscheinlich, dass wir da bald eine sehr gotthafte Entdeckung machen werden. Und zum anderen finde ich nicht Gläubige und Religion generell scheiße. Ich habe nichts daran auszusetzen, wenn wer an Gott glaubt, und es ist auch gar nichts dumm daran. Es geht mir darum, dass die meisten Weltreligionen auf Büchern basieren, in denen ziemlich viel Unsinn steht. Aber das sind doch alles nur Metaphern. Das war mir schon klar, dass die modernen Anhänger einer Weltreligion die meisten Sachen als Metapher sehen. Aber eben nur das meiste und nicht alles. Denn wenn er alles, was in diesem Buch steht, als Metapher sieht, dann ist er doch nicht wirklich Anhänger dieser Religion. Beim Christentum ist es ja zum Beispiel ein essentieller Teil des Glaubens, dass man glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war und dass er von den Toten auferstanden ist und für unsere Sünden gestorben ist. Erklärt mich bitte nicht für verrückt, aber bei allem Respekt, ich halte das für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Natürlich kann man es nicht zu 1000% ausschließen, aber es nur zu glauben, weil es in irgendeinem Buch steht, das ist doch schon irgendwie irrational, oder? Nehmen wir an, in der heutigen Zeit würde es keine Bibel geben und niemand wüsste, wer Jesus ist. Und dann findet einer ein altes, verstaubtes Buch, in dem so eine Geschichte drin steht. Dieser geht dann zu seinen Freunden und sagt: Jo, ich habe so ein Buch gefunden von so einem Dude, der ist von den Toten auferstanden und war der Sohn Gottes. Wow, das ist jetzt meine Glaubensrichtung. Da würden doch die meisten Leute ihn für etwas komisch halten. Aber als Christ wird man deshalb nicht für komisch gehalten, weil es mehr Menschen glauben. Oder nehmen wir mal den Islam als Beispiel. Wenn jetzt wer plötzlich anfangen würde, die ganze Zeit öfters am Tag nach Mekka zu beten, dann würden auch doch die meisten Menschen sagen: Hä? Was ist denn mit dem los? Warum muss der die ganze Zeit seinen Gott anbeten? Hat der Gott irgendwelche Probleme mit seinem Selbstwertgefühl, dass er immer wieder gesagt bekommen muss, dass er groß ist? Dieser Kanal heißt Open Mind und es steht dafür, offen für alles zu sein. Und wenn man sich einer bestimmten Weltreligion anschließt und zu 100% nach deren Ansichten lebt, dann ist man meiner Ansicht nach nicht mehr offen für alles. Dann gibt es aber auch die gläubigen Menschen, die glauben, dass nur die Leute, die ihrer Religion angehören, ein Leben nach dem Tod haben. Das finde ich irgendwie so eine abartige Ansicht. Warum sollte es Gott interessieren, was wir glauben? Puh, zum Glück bin ich Christ, da komme ich in den Himmel. Die anderen, was sind denn das für Vollidioten, dass die an die anderen Religionen glauben? Ich bin safe. Ich sage übrigens hier wieder nicht, dass alle Gläubigen von euch so denken. Ich sage nur, dass es manche gibt, die so denken, und das finde ich nicht gut. Wäre es nicht besser, wenn wir unsere Spiritualität auf eigene Faust ergründen, als dass wir uns für eine von wenigen vorgekauten Möglichkeiten entscheiden? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt in diesem Video. Ich glaube, ihr macht das sowieso bereits jetzt schon alle so. Also auch die gläubigen Menschen unter euch, die sich durch mein Video beleidigt gefühlt haben. Denn alle die, die sich in den Kommentaren jetzt zum Beispiel als gläubige Christen geoutet haben, waren sich bewusst, dass Kinder ohne einen Vater zum Beispiel nicht entstehen können. Es war keiner von euch dabei, der seine Glaubensschrift zu wörtlich nimmt. Und es gibt aber leider noch sehr viele Leute, die das noch heute machen. Ich denke, die meisten von euch, die sich als Christ bezeichnen würden, sind nicht wirklich Christen, wenn man nach der Definition von Christ von Wikipedia geht. Ich glaube, ihr seid einfach Menschen, die gerne ihre Spiritualität erforschen und auch gerne mit anderen die Spiritualität erforschen, und dafür eignen sich eben sehr gut solche Glaubensgemeinschaften. Dass es sich hier ausgerechnet um das Christentum handelt, spielt für euch, denke ich, nur eine sekundäre Rolle. Da wurdet ihr wahrscheinlich reingeboren und deshalb liegt es nahe, dass ihr dort euren Geist, euren Glaube erforscht. Manche von euch hangeln sich da vielleicht etwas an der Bibel entlang, aber ihr werdet doch, denke ich, schon noch selbstständig entscheiden, was ihr in der Bibel genau als richtig und was als falsch seht. In der Bibel steht ja zum Beispiel auch, dass Schwulsein nicht in Ordnung ist, und ich weiß nicht, wie man in der heutigen Zeit noch so eine Ansicht vertreten kann. Das sind halt diese Müllsachen, die man ständig in der Bibel findet. Und da kann man ja jetzt auch nicht sagen, dass diese Zeile irgendwie eine gute Metapher bilden. Es steht da drin und es ist Müll. Und die meisten Leute von euch richten sich eben zum Glück nicht danach. Also die Weise, in der ihr euren Glauben lebt, finde ich völlig in Ordnung, und ich habe daran auch nichts auszusetzen. So, ich hoffe, ich habe in diesem
diesem Video nicht zu viel unakzeptables Zeug geredet. PS, Buddhismus for the win. Das ist die einzige Religion, wo die Erforschung des Geistes zu 100% im Mittelpunkt steht. Wenn ich einer Religion angehören würde, dann wäre es der Buddhismus.